alle Güte-Meditation oder Metta-Meditation. Die Hände tun in den Schoß. Die rechte Hand liegt in der linken. Und jetzt versuchen wir, Metta zu entwickeln. Das heißt, alle Güte. Und da wünschen wir erstmal uns von ganzem Herzen, mögen wir gesund und glücklich sein. Mögen wir unseren inneren Frieden finden. Mögen wir frei von Schmerzen sein. Und möge unser Herz voller Güte sein. Und das wünschen wir uns, ein, zwei oder drei Mal. Und danach gehen wir auf das Wort Güte. Oder ihr könnt auch das Pali-Wort Metta nehmen. Ne? Das steht dafür. Und dann bleiben wir erstmal auf diesem Wort und versuchen, die Güte, die in unserem Herzen schon da ist, freizuschaufeln. Mit, indem wir auf diesem Wort bleiben. Das machen wir jetzt für ein paar Minuten. Und sobald ein Gedanke reinkommt, springen wir wieder zu dem Wort Güte zurück. Und wieder zurück, Güte oder Metta. Wenn wir den Bezug verloren haben, mögen wir gesund und glücklich sein, mögen wir unseren inneren Frieden finden, mögen wir frei von Schmerzen sein und möge unser Herz voller Güte sein. Und dann wieder Güte, Güte, Güte oder Metta, Metta, Metta. Und Gedanken und Erinnerung sofort wieder mit Güte ersetzen. Und gleich wieder zur Güte zurückspringen. Wir wollen sie wirklich freischaffen. So viel Schutt und Asche auf unserem Herzen. Und
Mit dieser Einspitzigkeit des Geistes wollen wir zu dieser Qualität des Herzens durchdringen. Güte oder Metta, was euch auch Liebe ist. Und dabei sitzen wir ganz ruhig und entspannt. Möge uns Herz voller Güte sein. Dann weiter bei diesem Wort bleiben: Güte, Güte. So, bevor wir jetzt anfangen, diese Gebete mit den anderen Wesen in dem Universum zu teilen, wünschen wir uns nochmal aus vollem Herzen, mögen wir gesund und glücklich sein, mögen wir unseren inneren Frieden finden, mögen wir frei von Schmerzen sein, möge unser Herz voller Güte sein. Und dann nehmen wir diese Güte und wünschen uns, dass alle Wesen in den himmlischen Daseinsbereichen, mögen sie gesund und glücklich sein, mögen sie ihren inneren Frieden finden, mögen sie frei von Schmerzen sein und möge ihr Herz voller Güte sein. Oder wenn wir Güte in unserem Herzen haben, mögen sie an der Güte in unserem Herzen teilhaben. Und das wünschen wir uns wirklich aus unserem vollsten Herzen. Dann nehmen wir diese Güte und teilen sie mit den Menschen auf dieser Welt. Mögen alle Menschen gesund und glücklich sein. Mögen sie ihren inneren Frieden finden. Mögen sie frei von Schmerzen sein. Und möge ihr Herz voller Güte sein. Und auch das wünschen wir ihnen aus vollem Herzen. Und dann nehmen wir diese Güte, die in unserem Herzen entstanden ist, und teilen sie mit den Wesen, die unterhalb uns leben, in den Regionen der Tiere, der Geister oder der hungrigen Geister, der Dämonen und der Wesen in der Hölle. Mögen sie alle gesund und glücklich sein. Mögen sie alle ihren inneren Frieden finden. Mögen sie alle frei von Schmerzen sein. Und mögen sie teilhaben an der Güte, die in meinem Herzen entstanden ist.
Und auch das wünschen wir uns aus vollstem Herzen. So, und jetzt teilen wir diese Güte mit allen Wesen in dem ganzen Universum. Mögen alle Wesen gesund und glücklich sein. Mögen sie alle ihren inneren Frieden finden. Mögen sie alle frei von Schmerzen sein. Und möge ihr Herz voller Güte sein. Oder mögen sie teilhaben an der Güte, die in unserem Herzen entstanden ist. Und dann senden wir diese Güte nach oben, nach unten, nach vorne und nach hinten, nach rechts und nach links und in alle anderen Seitenrichtungen. Oder wenn Güte in unserem Herzen entstanden ist, dann teilen wir sie in all diese Seitenrichtungen, sodass alle Wesen in dem ganzen Universum teilhaben können an der Güte, die in unserem Herzen entstanden ist. Dann brauchen wir es nämlich nicht aussenden. Und alle Wesen, die das hören oder die das fühlen, können teilhaben an der Güte, die in unserem Herzen entstanden ist, weil wir es von ganzem Herzen mit ihnen teilen. Alle Wesen in allen Himmelsrichtungen im ganzen Universum, mögen sie teilhaben an der Güte, die in meinem Herzen entstanden ist. Und das wünschen wir uns von ganzem Herzen. So, und zum Schluss wünschen wir uns nochmal im ganzen Herzen, mögen alle Wesen, wo auch immer sie sein mögen, in diesem Universum, mögen sie gesund und glücklich sein. Mögen sie ihren inneren Frieden finden. Mögen sie frei von Schmerzen sein. Möge ihr Herz oder mögen sie teilhaben an der Güte, die in meinem Herzen vorhanden ist. Und möge sie das glücklich machen. Mhm.
Thank you.